Ich brauche morgens noch etwas länger als die anderen. Ich bin und war nie der Typ, der gesagt hat, er hat richtig Spaß am Training. So, aber wenn ich drin bin, gebe ich immer 100% und weiß, wofür es ist. 400 Lagen ist so eine Strecke, da muss man halt in jeder schon mal gut sein. Das kann nicht jeder, das zeichnet ihn nochmal besonders aus. Weiß nicht, jetzt gerade fühle ich mich echt nur noch hinlegen und schlafen. Ich bin groß geworden in Borstel-Hohenraden, das kennt man nicht, ist ein Dorf bei Pinneberg, das kennt man eigentlich auch nicht, ist eine Vorstadt von Hamburg. Da genau, das bin ich. Mit meiner Schwester, genau. Also das war halt echt so ein Gefühl von Freiheit. Also ich finde es besser, mich über meine Persönlichkeit zu definieren, als über den Sport. Und das finde ich immer ganz cool zu Hause, weil da ist man einfach der Mensch und nicht der Sportler. Nächster Halt. Klar ist man müde und man versucht auch wach zu bleiben und zuzuhören und sehe es aber auch als ganz guten geistigen Ausgleich. Also dass ich nicht nur stumpf immer hin und her schwimmen muss. Das ist halt einfach ein harter Ausleseprozess. Also nur wenige können Erfolg haben immer und die anderen bleiben auf der Strecke. Also man muss sich täglich fragen, wofür mache ich es? Und wenn du darauf die richtige Antwort geben kannst, dann läuft's gut.